Das ist das Salzburger G-Magazin und das sind die Themen. Innovation Challenge, wir zeigen Ihnen erfolgreich umgesetzte Projekte. Dann zeigen wir Ihnen, wie Sie Obuslenker werden und der Klimabonus, Förderungen für Fenstersanierung, das sollten Sie jetzt noch unbedingt zuschlagen. Wir starten jetzt gleich mit der Innovation. Die dritte Innovation Challenge in der Salzburg wurde Mitte September beendet. Bei dieser Challenge geht es darum, Startups mit ihren interessanten Projekten mit den Unternehmen zu verschmelzen. Wir zeigen Ihnen jetzt zwei Projekte aus dem letzten Jahr, die wir schon erfolgreich im Unternehmen umgesetzt haben. Die regelmäßige Überprüfung von Stromleitungen ist ein aufwendiges und zeitintensives Unterfangen. Drohneneinsätze sollen bei der sogenannten Leitungsbegehung unterstützen und Schäden teilautomatisiert entdecken. Ja, also heute haben wir probiert, was wir eigentlich mit so einer Drohnenbefliegung wirklich in der Praxis bei uns in den elektrischen Netzen sehen können. Also Zielsetzung war, wir haben die Drohne verwendet, mit verschiedenen Sensoren bestückt. Und wollen einfach mal sehen, welche Effekte sieht man da. Sieht man da irgendwo mit der Thermografiekamera Schäden, mit der normalen optischen Kamera Auffälligkeiten. Später wollen wir auch probieren, ob wir mit einer UV-Kamera irgendwie Teilentladungseffekte detektieren können. Und der vierte Punkt ist, dass wir auch schauen wollen, mit einer Stereokamera, dass wir ein Höhenschichtenmodell erstellen. Die Befliegung durch Drohnen soll keinen vollständigen Ersatz der Leitungsbegehung durch Mitarbeiter darstellen. Aber die Sensorik der Drohne bemerkt Auffälligkeiten, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. So könnte sie aussehen. Die Zukunft des Arbeitens bei der Salzburg AG. Über die Brille erhält man zusätzliche digitale Informationen. Informationen, die das Arbeiten in einer hochkomplexen Umgebung wie dem Heizkraftwerk erleichtern soll. Die ersten Testversuche waren durchwegs positiv. Wir haben da die Revision von einer Dampfregelarmatur gemacht. Die ist geöffnet worden für Inspektionszwecke und anschließend ist gereinigt und wieder zusammengebaut worden. Alle benötigten Unterlagen können digitalisiert und eingespielt werden. Hier beispielsweise technische Zeichnungen, Beschreibungen oder Ersatzteillisten. Die Erleichterung für den Mitarbeiter besteht unter anderem darin, dass er beide Hände frei und alle Unterlagen im Blickfeld hat. Es ist natürlich schon ein bisschen was Neues einfach, was anderes. Aber ich sage einmal, grundsätzlich ist das eine super Sache, was man da vor sich hat. Am Mittwoch, den 24. Oktober, findet das Obuslenker Qualifying in der Alpenstraße 91 statt. Wenn Sie also Obuslenker werden möchten, dann schauen Sie ganz einfach bei uns vorbei. Das Qualifying findet zwischen 16 und 20 Uhr statt. Die Infos dazu wie gewohnt auf unserer Webseite und wie Sie Obuslenker werden, das zeigen wir Ihnen jetzt. Eine neue Berufslaufbahn einschlagen, weil man im derzeitigen Job nicht mehr zufrieden ist, das Problem werden einige Salzburgerinnen und Salzburger mit Sicherheit kennen. Robert Berger, 37, ist Familienvater aus Salzburg-Hallwang und einer unter vielen Obuslenker-Anwerbern, die wir begleiten. Er wagt jetzt noch einmal die Herausforderung, will sich seinen Kindheitstraum erfüllen und lässt sich zum Obuslenker umschulen. Ja, also ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und habe eigentlich jetzt keinen Spaß mehr daran gehabt an der Schrauberei. Und wollte eine neue Herausforderung. Nachdem ich sehr gern mit großen Fahrzeugen fahre, war der 18-Meter-Bus natürlich gleich eine ganz nette Geschichte. Und außerdem als kleiner Bub wollte ich das schon immer machen. Von Kindheit an schon. Bin immer gern mitgefahren mit dem Bus. Und daher habe ich gedacht, jetzt passt die Zeit, jetzt geht es an. Und ja, es macht einfach Spaß. Nach der Bewerbung und einem Auswahlverfahren gibt es ein kurzes Kennenlernen in der Obuszentrale in der Alpenstraße. Und gleich im Anschluss geht es für einige dann in die Fahrschule. Wir sind heute hier bei der Fahrschule Koch und begleiten unsere jungen Herrschaften, wie sie zum Obusfahrer ausgebildet werden. Und ich werde mir das Ganze jetzt einmal ganz genau anschauen, welche Stressfaktoren da jetzt auf mich zukommen. Braucht man nur hinter mir schauen. Da ist ja der Stressfaktor die Riesenlänge, der Radabstand, da passt der PKW zwischen Vorderachse und Hinterachse. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass es so schwierig ist, vom PKW umzusteigen auf einen so langen Bus. Und da waren schon einige richtige brenzliche Situationen mit dabei, gerade bei dieser Breite, bei dieser Länge dieses Busses. Große Herausforderung und Hut ab, das ist für mich die oberste Ebene. Und man sollte eigentlich die Leute, die was sowas machen, nicht mit abfälligen Bemerkungen, sondern mit Hochachtung begegnen. Von der Fahrschule geht es dann nahtlos zur eigentlichen Obus-Ausbildung. Das bedeutet neben des praktischen Teils auch Linien-, Tarif- und Haltestellenkunde.
Ein wesentlicher Punkt, und den gibt es natürlich nur beim Obus, ist der Unterricht an der Oberleitung. Aber man legt auch noch auf vieles andere Wert. Ja, Wert gelegt, dass er einmal die Fahrspur richtig wählt. Das heißt, also, wo es möglich ist, möglichst unter der Oberleitung entlang fährt. Dann, wenn eine Kurve zu befahren ist, dass er also kurvenseitig eben außen von der Oberleitung ist, dass also die Stammabnehmerstangen stabil dem Fahrzeug folgen und in weiterer Folge natürlich das Verhalten, wie fährt er in die Haltestelle ein, wie bremst er, ist es für den Fahrgast angenehm oder ist es ruckartig. Das Gleiche ist auch beim Beschleunigen oder auch bei den Lenkbewegungen, dass die nicht ruckartig sind, weil wir haben da sehr viele stehende Fahrgäste. Und während der Ausbildung passieren auch noch einige lustige Dinge. Naja, es ist, wenn man Schulungsfahrt macht und man fährt sich die Haltestellen zu, wie viele Leute lesen nicht die Beschilderung und wollen einfach einsteigen. Und da haben wir es auch schon zweimal gehabt, dass ein Fahrgast sehr hartnäckig war und wir die erste Tür öffneten und sie wollten über den Ausbildner dann vorbeiklettern und haben recht geschimpft, aber wir haben es dann doch aufklären können, dass wir einfach nur eine Schulungsfahrt sind und keiner mitfahren darf. Sollten Sie Interesse am Job des Obuslenkers haben, dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die Salzburger AG. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie unter Karriere auf unserer Webseite. Ja, also für mich ist das Ganze ein Riesenspaß, das Fahren. Und ich freue mich schon sehr drauf, dass ich dann endlich dann auch alleine fahren darf. Und meine Familie unterstützt mich da recht. Und ich bin eigentlich schon ganz heiß drauf, dass ich endlich fahren kann und die Uniform endlich kriege und dass dann losgeht. Wir kommen zum nächsten Veranstaltungshinweis für Sie, denn jedes Jahr im Herbst gibt es den sogenannten Tag der Lehre in der Salzburg, wo man sich über alle Lehrberufe informieren kann. Dieser findet heuer am 16. und 17. November in der Lehrwerkstätte in der Vogelweiderstraße statt. Und bis dorthin stellen wir Ihnen einige interessante Berufsbilder vor. Wir sind gerade vor der Remise in der Salzburg AG bei der Lokalbau und drinnen arbeitet Michi. Der wird uns jetzt ein paar Einblicke in seinen Lehrberuf geben, was er so tut, was er macht und wie es ihm gefällt. Servus Michi, ich bin's. Servus Mucke, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, gut, dir? Ja, passt schon. Was machst du denn da? Ich suche da jetzt gerade einen Fehler, weil da funktioniert was nicht. Ah, dürfen wir ein wenig zu dir sein? Ja, sicher, sitzt dir her. Michi, kannst du so vielleicht von deiner Lehre erzählen, was ist so dein Aufgabengebiet, was ist deine Lehre, was machst du da? Also ich lerne die Lehre Elektrotechnik, Anlagen, Betriebstechnik, nebenzu mache ich noch Eisenbahntechnik. Und wir bauen verschiedene Steuerungen und Regelungen für Kraftwerke, für den Lokalbau, für den Obus. Ja. Aha, und das ist genau dein Ding und das möchtest du in der Zukunft auch machen wahrscheinlich, oder? Ja, weil ich interessiere mich sehr für die Steuer- und Regelungstechnik. Das möchte ich auch in Zukunft auch machen, ja. Ich war erstens mal im Verteilerbau. Da haben wir die Steuerungen und Regelungen gemacht und dann installiert alles in die Kraftwerke. Das hat mir sehr gut gefallen. War in der Trafo-Werkstätte, da haben wir die ganzen Revisionen von den Transformatoren, Motoren, Revision gemacht. War in der Schlosserei die Grundausbildung. Das war cool, ja, das war richtig cool. Mhm. Und da nehmt ihr unter die Lehrlinge irgendwas miteinander? Gibt es da irgendwelche Events? Ja, also wir haben alle 14 Tage am einen Tag in der Woche die Werkschule, da treffen wir uns alle Lehrlinge, da haben wir Schule wie eine Schule. Und dann haben wir noch einen Lehrlingsausflug einmal im Jahr. Da kommen auch alle Lehrlinge aus jedem Lehrjahr zusammen. Das ist sehr interessant und sehr lustig immer. Und einen Aktionstag, da schauen wir uns in der Stadt irgendwo an und von der Firma. Ja. Aha, das klingt nach einer Gaudi, ja. Du, Michi, danke dir und viel Spaß noch bei deiner Arbeit. Danke. Ciao, ciao. Der Tag der Lehre in der Salzburg am 16. und 17. November in der Vogelweiderstraße in der Stadt Salzburg und am 22. Oktober schon in unserer Niederlassung in St. Johann. Interessierte einfach vorbeikommen, Schulklassen sollten sich diesbezüglich anmelden. Wir machen den Themenwechsel und kommen jetzt zu unseren Energiespartipps. Wie Sie am effizientesten und energiesparendsten Ihr Essen aufwärmen, das zeige ich Ihnen gleich. Zum Thema effizientes Aufwärmen von Gerichten, da können Sie den Kochtopf gleich auf die Seite stellen. Es ist wesentlich effizienter, Ihre Gerichte in der Mikrowelle aufzuwärmen.
Wichtig dabei ist, die Gerichte eher flach auf den Teller zu legen, damit es schnell warm wird. Ob es gesund ist, das ist Ihre Entscheidung. Damit Sie im Winter nicht die Energie buchstäblich aus dem Fenster heizen, gibt es den sogenannten Klimabonus der Salzburg AG. Mit dem Klimabonus fördern wir Ihre Energieeffizienzmaßnahmen und unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen Energiewende. Die Salzburg AG hat in diesem Jahr ihre Förderangebote ausgebaut. Mit dem Klimabonus wird es finanziell günstiger, in den eigenen vier Wänden auf klimaschonende Technologien umzusteigen, so zum Beispiel auch bei den Fenstern. Und das ist ganz im Sinne von Franz Eder aus Puch im Tennengau. Das Problem war, dass es einen extremen Zugluft gegeben hat in meiner Wohnung, das ich gespürt habe am Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin, dass man wirklich gemerkt hat, da ist eine Zugluft und es ist kalt, schlichtweg kalt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das kann es nicht sein auf die Dauer. Und das hat mich eben bewegt, das einmal wirklich in Angriff zu nehmen oder zu überlegen, mich zu erkundigen, wo kann man da irgendwas dagegen unternehmen, wer hilft einem, wer unterstützt, wie geht's? Bei der Suche nach einer einfachen und raschen Lösung ist Franz Eder auf das Angebot der Salzburg AG gestoßen. Naja, das hat mich irgendwie am Anfang geschreckt und mir gedacht, wenn ich so dran denke, an Fensterwechsel, ein Horror, das selber putzen zu müssen, was da los ist. Und da bin ich eben dann auf das Faktum gestoßen, dass es gar nicht nötig ist, sondern dass man das Fenster auch sanieren kann. Spart Dreck, spart Arbeit und spart jede Menge Unannehmlichkeiten. Und das war ein ganz wesentlicher Beweggrund für mich, das in Angriff zu nehmen. Das Spezielle an der Maßnahme ist, nicht wie ein klassischer Fenstertausch, der sich wirtschaftlich ganz schwer bis gar nicht rechnet. Das rechnet sich, und zwar wieder je nach Anzahl der Fenster, in 2 bis 5 Jahren. Also das ist ein unglaublich guter Wert für so eine Maßnahme, wenn es darum geht, Wärme einzusparen. Geht man jährlich von 1.000 bis 1.200 Euro Heizkosten aus, kann man 250 bis 300 Euro einsparen. Um die Aktion Fenstersanierung nutzen zu können, ist eine Voraussetzung ein passendes Gebäude, passendes Fenster, also mindestens 10 Jahre und älter. Unbedingt die Maßnahme heuer realisieren, also im Jahr 2018. Und um es zum Geld zu kommen, ist nicht besonders erforderlich, wie den Förderantrag der Salzburg AG ausführen, die Maßnahme umsetzen, bestätigen lassen, dass es umgesetzt ist, eine Rechnungskopie beilegen und das der Salzburg AG zusenden. Also Interessenten sollen sich ganz einfach bei der Salzburg AG melden, da wird das aufgenommen, wird an die ausführende Firma weitergeleitet. Der kommt vor Ort, macht ein Angebot. Wenn das gefällt, führt das durch, legt die Rechnung, sie bezahlt die Rechnung. Der Förderantrag an die Salzburg AG, wir überweisen die Förderung, erledigt. Den Klimabonus gibt es nicht nur für die Fenstersanierung. Auch alle, die über den ungedämmten Dachboden in den Himmel heizen, bekommen finanzielle Unterstützung von der Salzburg AG. Wie schon in den vergangenen Jahren wird außerdem die Modernisierung von Erdgas- und Elektroheizungen gefördert. Jetzt haben wir noch einen wichtigen Hinweis für Sie. Der nächste Pflichttermin in Sachen Innovation ist dann der Innovation Summit in der Salzburg AG. Der Titel der Veranstaltung: Wie wir in Zukunft leben, arbeiten und uns fortbewegen. Die Veranstaltung wird live übertragen und zwar auf Facebook und das Ganze am Mittwoch, den 17. Oktober ab 18 Uhr. Sollten Sie dabei sein.